So, hallo, wir machen weiter bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das Let's Play ist blind und ungeschnitten. Mittlerweile habe ich mir Mario Bros. Wonders zugelegt und würde daher sagen, wir versuchen dieses Spiel jetzt mal möglichst gut zu einem Abschluss zu bekommen. Heißt, ich werde mich jetzt in diesem Part Richtung Schloss Hyrule begeben, denn ich vermute, dass da das Finale sein wird. Und ich weiß, es gäbe noch viel, viel, viel zu tun. Das ist auch dann nicht beendet oder so, das Let's Play. Das kann durchaus noch fortgesetzt werden, aber ich will halt, bevor ich jetzt hier Wonders oder so anfange, natürlich irgendwie einen sinnvollen Abschluss finden. Deswegen, ich mache jetzt mal erstmals Folgendes. Wir gehen jetzt erst nochmal in den Krogwald und gucken, was wir alles noch gegen Krogsamen eintauschen können. Ob wir nochmal einen neuen Waffenslot bekommen zum Beispiel. Das wäre ganz cool. Dann schauen wir, ob wir genug Dings haben für Götterstatuen und so weiter und so fort. Also, dass ich halt jetzt noch die Ausrüstung zumindest mitnehme, die ich mitnehmen kann. Ich habe jetzt auch noch keine dritten, zweiten, sonst wie Feen. So, das ist halt leider alles jetzt noch nicht vorhanden. Aber das ist jetzt halt so. Aber ich will mal gucken. Vielleicht ist ja auch am Ende das Finale. Vielleicht bin ich ja noch viel zu schwach für Finale und was weiß ich, ne? Ich muss mir auch unbedingt Essen kochen. Wo ist er denn überhaupt? So, was hast du für mich, falls du was für mich hast? Ich habe 45. Wie viele willst du? Yes, hier, take it. Okay, eine weitere Waffentasche, sehr schön. Wunderbar. Gut, ich habe auch gelernt, man kann das Masterschwert verknüpfen. Ändert nichts scheinbar durch den Bug, ändert es scheinbar nichts an der Dings, an der Haltbarkeit. Aber ja. Können wir dann für den Endkampf auf jeden Fall nutzen, weil da ist ja die Haltbarkeit irrelevant gegen Ganon. Sollte es ja nicht kaputt gehen können, dürfen, müssen. War hier jetzt so eine Statue? Nee, ne? Statue war hier keine. Aber ich kann hier kochen. Dann machen wir das doch mal. Dann kochen wir doch mal eine Runde. Wir haben ja auch jetzt 3 Millionen Prinzessinnen Enzian irgendwo gesammelt. Wo ist denn der? Es ist Frostgrau. Guck mal hier, 67 Prinzessinnen Enzian. Ja, moin. So. Was macht, wie verwurschtelt man die jetzt? Kann ich da Rezept sehen? Schleichmedizin? Nee, will ich eigentlich nicht. Aber was anderes sehe ich gar nicht. Okay. Ich dachte, man kann die irgendwie auch so. Okay, dann speichere ich mal kurz, bevor ich die jetzt verbrate. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mache jetzt einfach mal 5 Prinzessinnen Enzian und gucke, was passiert. Wenn da jetzt Matsche rauskommt, habe ich Pech gehabt. Perfekt. Es ist. Warum ist es denn so umständlich, immer dieses Gekochen? So. Ach, der Koch ist nicht an. Der Kochkollege Topf da. Das ist schlecht. Ah ne, stopp, da würde ich ja den Pfeil jetzt verschwenden. Ich muss ja nur eine Feuerfrucht werfen. So. Neuer Versuch. Da war ja was. Ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht mal was kochen, weil ich Müll. Ich habe so viel Müll hier drin. Ja, komm, okay, dann scheiß drauf. Dann haben wir erstmal Essen. Oh, Mann. Okay. Dann müssen wir halt dieses ganze Müllessen erstmal loswerden. Gut. Das klappt alles hier super. So, dann gehen wir jetzt wieder hier hin. Gucken, ob wir jetzt noch was abgeben können. Und dann gehen wir zum Schloss. Es ist hier wieder fantastisch alles. Okay. Okay. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob es noch irgendwas gibt, was ich auf die Schnelle machen kann, was mir irgendwas bringt.
Aber mir fällt nichts weiter ein. Mir fällt gerade absolut nichts weiter ein. Ich kann mal kurz die Missionen durchgehen. Ob da irgendwas dabei war, wo ich sage, hey, das will ich auf jeden Fall vorher abgeschlossen haben. Also bei den Episoden. Ja, das ist die Datensammlung, Angelstädts Neugeburt. Das ist die Geschichte mit den Stellen. Sind die Ställe, das ist die Musikgeschichte, also das hier ist auch, ne? Das ist hier die Feengeschichten sind das. Ach ja, die Monster wären, ja, die könnte man vielleicht noch irgendwann machen. Monstersammlung, Horrorblindskulptur, ja. Ja, genau, diese verschiedenen Fotos von den Dingern da und der Rest. Okay, also episodentechnisch ist jetzt nichts, wo ich sage, aktuell, das muss ich jetzt unbedingt vervollständigen. Gut, Schreine sind halt Schreine. Und das hier ist halt alles so, ja. Na, also. 3 Millionen Missionen. Das hätte ich gerne noch gemacht, eine Klaue von Nydra, aber haben jetzt auch keine auf die Schnelle gehabt. Und das ist wahrscheinlich auch am Ende nichts Riesiges. Also, ja, komm. Passt schon. Passt schon. Ich kann auch so gucken, ob ich was habe zum Abgeben, ne? Das müsste ich doch auch hier drin sehen. Ein Wille der Weisen. Ah, zwei Segenslicht. Ja, nützt mir nichts. Okay, Abflug. Wir gehen zum Schloss, wir gucken, was passiert. Alright. Alright. Wir waren ja schon mal dort, ne? Und dann haben wir schon festgestellt, dass da ziemlich krasse Viecher drin rumlaufen. Naja. Gucken wir mal. Gucken wir halt mal, was so abgeht. Dieser Schilderfritze scheint ja auch gar keine echte Mission zu sein. Das ist ja immer nur irgendwie, also ich weiß nicht, ob da was passiert, wenn man alle von denen findet. So, keine Ahnung. Aber da weiß man nicht mal, wo der ist überall. Also das ist auch irgendwie, glaube ich, nicht so leicht möglich, da alles zu bekommen und zu finden. Und hast du nicht gesehen. Ah, guck mal, wir können mit dem Wasserfall dann da hoch jeweils. Das ist ja auch interessant. Das konnten wir vorher praktisch nicht. Dann habe ich ja schon die richtige Rüstung an. So, da sind wir wieder. Du mir noch was zu sagen? Nö. Da sind wir wieder. Nachdem Prinzessin Zelda da oben gesichtet wurde. Okay. Hier könnte man jetzt wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Waffen noch finden und alles mögliche Zeug, aber ich versuche jetzt möglichst schnell einfach hochzukommen. Ohne großes Brimborium. Bisschen Ausdauer haben wir auch, also wir sollten ganz gut klettern können. Ach komm, wirklich? Ah, okay. Abflug. Sehr schön. Wobei, wir können mal kurz gucken, falls hier keine Gegner sind. Ach, das ist hier, wo dieses Gitter. Ah ja, doch, dann weiß ich sogar, wo ich bin. Hat der mir noch was zu erzählen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Und da unten waren, glaube ich, die Horrorblinds. Ja. Interessiert mich gerade gar nicht. So. Ja, und dann sind wir nämlich schon hier. Dann sind wir nämlich schon hier. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich dachte, der Wasserfall geht bis runter, aber der Wasserfall hört scheinbar einfach in der Luft auf. Darunter will ich ungern. Ich will nach oben.
höre ich Gegnermusik? Man weiß es nicht. Ja, okay, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich glaube, ich komme da gar nicht hoch, kann das sein? Oder kann man hier plötzlich jetzt einen Deckensprung bis in die Luft machen? Nee. Ja, das ist jetzt schlecht. Ha! Muss ich dann vielleicht nach unten? Ne, also da runter, wenn es nicht nach oben geht. Weil ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich da hochkomme. Das ist ja alles... Ich dachte, das ist alles... Das war mal niedriger, ne? Das ist dann hochgegangen. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ach so. Aber es war ja auch... Zelda war ja oben. Die Mission sagt doch, ich soll hoch. Oder? Wohin schickt mich die Mission? Ach so, nee, das ist das. So viel müsste ich sagen, wer weiß, vielleicht erfährst du mehr, wenn du dich nach Schloss Hyrule begibst und dich dort umsiehst. Ja, oh gut. Ich sehe mich in Schloss bei Schloss Hyrule um. Die Frage ist nur, soll ich jetzt da runter oder nicht? Ich bin skeptisch, weil ich will jetzt nicht in den Untergrund. Eigentlich wollte ich hier hoch. Guck mal, da ist sogar ein Schrein da oben. Ja, dann muss man da hinkommen. Wie kommt man da hin? Der Wasserfall ist nicht hoch. Also zum Wasserfall, das ist alles zu niedrig. Das ist alles viel zu niedrig. Da ranhängen nützt mir auch nichts. Ich dachte halt, vielleicht kann ich irgendwie Deckensprung, aber das ist ja auch hier, ne? Das ist ja alles viel zu weit oben. Na, jetzt wäre ich unter dem Ding, aber das ist halt, nee. Keine Chance. Ja, gut. Aber die Mission sagt, ich soll mich bei Schloss Hyrule umschauen. Ah. Gehen wir halt mal einmal außen rum. Vielleicht findet man eine Treppe. Ziemlich sicher nicht. Aber wir gehen jetzt einmal außen rum. Weil wir es können. Aber ja, es ist doof. Ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Vor allem da oben ist einfach ein Schrein und das Wasser kommt aber nicht hier runter. Das ist doof, dass das Wasser nicht hier runterkommt. Nicht da runter. Ich weiß nicht, ich will da nicht. Anlegestelle, ja. Kann ich da zum Beispiel stehen? Wow, rutsch mal nicht, Kollege. Soll ich mich mal in den Abgrund... Komm, ich... Es könnte ja sein... Ich hätte eine Idee. Es könnte ja sein, dass... Nein, ich wollte... Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Ich wollte gerade sagen, es könnte ja sein, dass man von unten vielleicht nach oben dann kommt. So, dass man durch dieses Ding irgendwie da hoch, ne, dass das bis zum Boden runterreicht. Das könnte halt sein. Ah, ja, komm, wir probieren es aus. Ich habe nichts zu verlieren. Also sich hier umschauen bringt jedenfalls gar nichts. Ja, oder ich baue mir halt eine Leiter bis nach oben. So. Oh, warte mal. Wait a mo... Okay.
Nehmen wir den halt noch mit. Bringt mir zwar nichts mehr, aber hey. Ich habe eine ganz andere Idee. Pass auf. Wie geht das? Wie geht das? Oh Gott. Ich habe nur 7 Raketen, das ist schlecht. Ah, wir probieren es mal. Wir probieren es einmal aus. Ich habe ja gespeichert. Halt, ich speichere vorher nochmal. Sonst ist der Krog weg. So, also, einmal Rakete. So. Und dann. Rakete? Hä? 7, hä? Nee, eine. Alter. Jetzt habe ich hier 2. Oh, geht schon los. Laden. Geht schon los. Ja, laden. Mein Gott. Man kann doch irgendwie so eine Schildrakete sich bauen und mit dem Schild dann hoch. Ich weiß aber leider nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass es geht. So, eine. Jetzt ist sie da. Wieso hat es vorher nicht funktioniert? Man weiß es nicht. Jetzt nehmen wir irgendein Schild, was nicht viel aushält. Was eh schnell kaputt geht. Okay, ich habe kein Schild, was eh schnell kaputt geht. Nehmen wir halt das Waldschild. So. Und das synthetisiere ich jetzt mit der Rakete. Hat gut funktioniert. So. Nochmal speichern. Und jetzt kann ich irgendwie mit diesem Schild und der Rakete... Ach so. Hä? Geht die so schnell kaputt, oder was? Oh. Oh. Oh, was ist denn hier? Herr Gorone. Ah, jetzt lade ich nochmal, dass ich meine Rakete wieder habe. Geht die so schnell kaputt? Geht so eine Rakete nicht höher? Aber ihr wisst, was jetzt meine Idee war, ne? Vielleicht kann ich das an einer anderen Stelle machen und an einer anderen Stelle bringt es mir dann wirklich was. Oder ich baue mir halt hier so ein Teil, was nach oben fliegt. Dann muss ich mir halt hier was bauen, was nach oben fliegt. So, mein Gott, dann probieren wir es halt so. Aber wo ist jetzt das Ding, was ich gerade gesehen habe? Da unten? Gucke mal. So, wo ist er denn jetzt, mein Dicky? Da ist er. Komm mal her. Hallo. Ach, ist nur eine Truhe. Schade. Ich habe gedacht, jetzt habe ich voll den Special-Geheimgang gefunden. Okay, ein Königszweihänder. Ist jetzt nicht schlecht, aber... Bringt mir jetzt halt nicht so wirklich was. Ne? Wie viel braucht man denn, bis die Kraft ist? Ah, jetzt hier. Das kostet schon gewaltig Zeit. Dafür, dass man es auch mit einem Felsding kaputt machen kann. Aber es geht. Grundsätzlich geht es. Es ist halt komplett gratis dann. Ne? Muss man halt wissen, ob man das möchte oder nicht. So. Ja, aber das ist jetzt natürlich nicht, was ich gesucht habe. Okay, pass auf. Wir gehen nochmal an die... Zweithöchste... Was liegt denn da rum? Ach, eine Echse. Habe ich dich schon fotografiert? Ja. Also, du entkommst mir natürlich wieder. So, nein. Wir gehen mal an die höchste Stelle, wo ich vielleicht ans Wasser dann kommen könnte. Das wäre jetzt noch so meine Idee. Bevor ich mir ein Gefährt baue. Weil daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Ich könnte mir natürlich einfach was bauen, womit ich nach oben komme. Ne?
Aber dann schon von der höchsten Stelle. Ach, jetzt muss ich da wieder bis nach oben. Das war so dumm, dass ich hier runter bin. Warum habe ich da oben nicht dran gedacht? Ah. Okay, hier ist nichts drin. Oh Mann, das war so dämlich. Und hoch. Oh je. Warte, Kletterausrüstung. Habe ich noch mehr Kletterausrüstung? Nee, ne? Nein, ein bisschen. Ja, schaffen wir. Gut. Okay, das klettern wir nicht. Das können wir hochwanddecken, springen vielleicht. Ja, sehr gut. So muss das. Oh. Sind wir jetzt am höchsten Punkt? Nee, da drüben ist der höchste Punkt. Dann geht's einmal dahin. Guck mal, von hier müsste ich doch eigentlich bis zu dem Wasserfall rankommen, oder? Also, der ist doch fast schon greifbar. Gefühlt. Gefühlt ist der schon greifbar. Okay, jetzt pass auf. Wir speichern nochmal. Ich will ja meine Rakete nicht versemmeln. So. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ja! Das ist hoch genug. Das ist hoch genug. Ich hab den Dings ausgezogen. Ich hab den Dings ausgezogen. Ich bin so eine Pflaume. Ja, das, ja, perfekt. Ich bin so eine Pflaume. Da war ich im Wasser und konnte nicht nach oben. Okay, aber wir kommen nach oben. Sehr schön. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. Gefühlt. Nicht ganz. So, also, neuer Versuch. Erstmal wieder hier. Habe ich nur mich am Klettern angezogen, ne? Wäre wieder richtig dumm. Nochmal speichern. Es tut mir leid. So. Ja, Rakete. Und jetzt muss ich aber hier nach oben dürfen. Das ist ganz normales Wasser. Yes! Oh my goodness. Wir sind oben. Link. Okay. Ja, nee, Link. Du nicht. Du nicht. Komm zu mir. Ja, natürlich. Ich warte. Ja, ja. Ich warte auf dich. Mhm. Ach, hier direkt. Das trifft sich ja gut. Aber ich guck mich an, ich will erst den Schrein auslösen. Für den Fall, dass ich irgendwie runtersegel, dass ich nicht immer diesen Raketenweg nach oben nehmen muss. Ich will als erstes den Schrein da hinten aus. Oh, nee. Oh, aber jetzt haben wir endlich mal wieder vernünftige Musik. Das ist ja das. Das war ja auch in Breath of the Wild so. Nur beim Finale hatten sie plötzlich vernünftige Musik, ne? Also. Ist halt schon irgendwie traurig. Aber gut, es ist halt so. Entschuldigung. So ist es jetzt halt auch wieder. Oh, Bruder. Hm.
das ist halt... Warum kann man nicht überall Musik machen? Ich verstehe das nicht. Wie auch immer. So. Jetzt haben wir auch einen Schrein hier nach oben. So, das war wichtig. Das war wichtig. Stützstruktur. Ach so, ja, ich verstehe schon. Ich bin dumm. Nein. Ist das bewusst zu gut? Okay, doch, man kann es durchnehmen. So, was soll ich jetzt machen? Hier ist eins. Das war's. Ajo. Ach so, ich verstehe. Kann ich denn da wieder? Na, wir probieren es gar nicht erst. So, da oben ist die Truhe. Da ist das Ziel. Okay, doch, jede Platte ist sinnvoll. Jede Platte mehr ist. Hallo. Wirklich zu groß, oder? Ah, sieht nicht gut aus. Na gut. Also. Wie komme ich da hoch? Ich weiß halt nicht, ob das reicht. Darüber? Nee. Nee, das reicht natürlich nicht. Was erwarten die hier, um an die Truhe zu kommen? Und am Ende ist die Truhe eh nur wieder nutzlos. Will ich mich damit jetzt eh wirklich lange beschäftigen? Eigentlich will ich es nicht. Ach, warte mal, das ist ja gar kein Abgrund, ne? Dann, ja, aber ich bin dumm. Ich bin dumm. Müsste es doch so einfach funktionieren. Ja, das ist von der Höhe ausreichend. Ja, das geht schon. Gar kein Problem. Ja, sag ich ja.
Nee. Kann da drin bleiben. Ist mir wurscht. Ich bekomme auch nichts dafür, wenn ich alle Kisten in den Schreinen sammle. Das ist auch alles los. So Habenwollerei braucht kein Mensch. Okay, jetzt pass auf. Also. Zack. Dann kannst du da einmal schräg drauf. So, dann hält es schon mal. Dann gehen wir erstmal hoch. So. Und jetzt brauchen wir halt den Kollegen von da unten. Ich bin doch jetzt nicht wirklich zu hoch. Oh mein Gott. Nein. Oh. So. Mann. Das war nicht ganz so gut. Jetzt hält's natürlich. Warum nicht vorher? Frech. So. Was tut man nicht alles für ein drittes Segenslicht? Okay. Gut. Ja, dann würde ich doch sagen, stellen wir uns mal der Fake Zelda. Wir waren ja schon fast bei ihr, ne? Dann ist das ja jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir wieder bei ihr sind. Gehen wir außen rum? Oder nee. Ach, hier ist das Gewehr. Okay, das ist, scheint aber nochmal ein größeres Gebiet hier zu sein, wa? Soldaten 2, da haben wir den schon fotografiert. Ja. Also ist das jetzt halt dumm, dass ich jetzt wieder den Weg zurück muss. Hier ist die Bibliothek. Ich wollte eigentlich nicht bis hier runter. Aber jetzt sind wir hier. Hier waren damals Gardeschild. Not bad. Der ist nämlich sehr, sehr stark. Hier waren damals. Hä? Wieso ist meine Schildtasche voll? Ich habe doch ein Schild kaputt gemacht. Ach, ich dachte, ich mache nur die Rakete kaputt. Ich dachte, ich habe das Schild kaputt gemacht. Ja, okay, dann tschüss. Ach so. Auch sehr interessant. Ich wollte sagen, hier waren damals, war hier irgendwie so ein Geheimgang, der zu... Ich weiß gar nicht, wo der war. Da war irgendwo so ein Geheimgang, der zu ganz vielen Waffen geführt hat. Konnten wir irgendein Bücherregal zu sein. Oha. Okay. Alter, die Musik geht ab. Na, da konnten wir irgendein Bücherregal zur Seite schieben. Yo. Ja, genau, hier. Die da nennen. Okay, hier sind. Okay, hier sind mehrere. Röstbarsch, jawohl. Aber sonst war hier nichts, ne? Das war jetzt einfach nur so, okay. Röstkrabbe. Pfeile!
Sehr gut. Sehr gut. Kann man nie genug haben. So, hier war auch so ein Geheimding, ne? Ich glaube, das war der geheime Waffenraum. Ja, ja, genau. Studierzimmer des Königs. Leibwache, Stiefel, ah ja, moin. Krieg ich sogar Kleidung. Nice. Also den Geheimgang haben sie, den Geheimraum haben sie einfach auch wieder genutzt. Warum auch nicht? Königsschwert. Ja, hallo. Mann, ich... Das ist jetzt wieder so ein Glücksspiel, ne? So, du sitzt entweder richtig oder nicht. Na bitte. Wunderschön. So, was schmeißen wir jetzt dafür weg? Ja, im Grunde ist das hier nur ein Reise-Zweihänder, ne? Also eigentlich kann der weg. Dann verstärken wir das Königsschwert auch gleich mal. Ich finde es so nervig, dass man nicht hier raus direkt verstärken kann, sondern dass man die Waffe, die Sache erst auf den Boden legen muss. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist irgendwie... Ach, weiß ich nicht. Das fühlt sich nicht sonderlich... Oh, mein antiker Dolch ist wieder da. Ich dachte, ich habe den versemmelt. Oh, der ist ja noch hier. Hä? Ich dachte, ich habe den versemmelt. Wieso ist der denn noch da? Ich möchte jetzt recht sein, aber hä? Okay. Vom silbernen Bockblindhorn haben wir genug. Aber das meine ich nicht, dass man hier aus dem Menü nicht direkt sagen kann, okay, ich will synthetisieren. Sondern man muss es erst in die Hand nehmen. Dann muss man es ablegen. Dann kann man synthetisieren. Das ist so albern. Also, weiß ich nicht. Das fühlt sich nicht richtig an. So. Das habe ich absichtlich gemacht. Damit es nicht die ganze Zeit jetzt rumblinkt. Okay. Wenn wir aktuell rumlaufen, nutzen wir halt erstmal den Kollegen hier. Das ist noch ein Geheimweg. Aber habe ich jetzt hier alles eigentlich mitgenommen oder war hier noch was? Oder konnte ich hier noch was angucken? Nee, ne? Oh! Da hinten ist noch ein Schild. Oh, noch ein richtiges krasses Schild scheinbar auch. Königsschild, okay. Aber scheinbar schwächer als ein Gardeschild. Ja, okay, schwächer als ein Gardeschild, aber stärker als alle anderen Schilder. Also der massive Sonanium-Schild kann mal einen Abflug machen. Und den Königsschild nehmen wir mit. So, habe ich jetzt noch was hier? Okay, jetzt haben wir wirklich alles. Okay. Hier ging es, glaube ich, in so einen... Okay, da ist gar nichts mehr. Ach doch. Ritter 2. Oh, noch eine Truhe. Eldra Drachenstein. Ach, das ist... Ja, natürlich. Logisch. Haben wir ja gefunden. Also die, hier findet man auch diese Drachensteine. Okay. Wir haben das ja selber auf Eldra schon gefunden, aber cool, dass man die hier auch mal dann bekommt, auf die Art und Weise. Sollte man die noch nicht gefunden haben, wird man hier auch damit konfrontiert. Sehr cool. Okay, was steckt hier im Boden? Garde Hellebarde. Und die ist bestimmt auch wieder krass. 15. Nichts erhaltbar. Ja.
kurz zu dem. Ja, das ist okay, bringt mir jetzt nicht so viel. Wir haben das Foto, das muss reichen. Alter, die Musik! Ach, scheiß mir erstmal, ey. Komm ich da irgendwie durch auf die Schnelle? Warte, ich hab doch Miasma-Schutzkleidungskram. Vielleicht wäre die hier sinnvoll zu tragen. Da ist Miasma-Schutz. So. Aber mehr habe ich gar nicht Miasma-Schutz, ne? Ja, schade. Ach doch, hier. Mit Naskron ist auch Miasma-Schutz. Sehr cool. Dann nehmen wir noch die Hylia-Beinschutz. So, Hylia-Beinschutz, Entschuldigung. Weil der die größte Abwehrkraft hat. Ich brauche ja sonst gerade keinen Effekt an den Beinen. Nee. Okay, wir gucken mal, was das jetzt auswirkt. Ah, ja, das greift dann sozusagen erst den Schutz an und lässt alles andere in Ruhe. Sehr gut. Königszweihänder. Haben wir den schon fotografiert? Ja. Wahrscheinlich könnte ich irgendeine Waffe damit austauschen, aber... Oh, nee. Sehr schön. Kurz und schmerzlos. Was haben wir denn hier für einen Bogen? Stahl-Exalbogen, okay. ...36, ja moin. Nehmen wir mit. Schwarzer Exalfoss war das auch, sehr gut. Mein. Da, komm her. Ach, scheiße. Sehr gut. Haut mal ordentlich drauf, Kollegen, da muss ich mein Zeug nicht verschwenden. Jawollo. Wo gehst du jetzt hin? Hallo, hier spielt die Musik. Ja, los geht's. Krasse Armee auf jeden Fall. Jawollo! Sehr gut. 4 gegen 1 finde ich super. Noch so ein Bogen, warte mal. Nein. Ja, Soldatenbogen kann weg. Und wir nehmen den Stahl-Exalbogen mit. Sehr gut. So, was haben wir hier? Hier geht's raus, aber wohin geht's hier raus? Ach so. Ach so, warte mal. Da muss ich mich wieder umziehen. Sonst segle ich woanders hin, wo ich nicht hin will. Prima. Oh shit. Ich wette, wenn ich hier reingehe, kommt wieder irgend so ein Leunendrecksvieh oder irgend sowas. Ich speichere mal kurz, weil ich will nicht in den Leunenkampf reinrennen.
Aber da waren im Original, waren hier in diesen Türmen dann irgendwelche Leunenkämpfe. Ach, ich bin bei Zelda. Ich bin bei Zelda gelandet. Ich habe nichts gesagt. Okay, kann ich hier gleich einfach einen Pfeil in den Kopf schießen? Boah, okay. Chillig. Aber ja, das ist genau das, was ich meinte. Das ist so ein Turm. Okay, ja, dann sind wir ja hier angekommen. Ja, dann let's go. Ich ziehe mir wieder Dings an. Beziehungsweise jetzt kann ich mir ja, jetzt geht es ja nicht um Miasma, jetzt kann ich mir ja eigentlich einfach starke Rüstung anziehen. Ne? Weil jetzt kommt bestimmt ein heftiger Kampf. Aber wir lassen mal mit Naskrone, die hat eh 7 Stärke. Passt. Aber wir hatten noch so Angriffszeug. Wo ist denn das Angriffszeug? Da, hier, Barbarenhose. Let's go. Und hier, oh, das macht auch mehr Angriff. Barbarenkleider. Okay, das macht mehr Angriff, aber jetzt habe ich nicht gestärkt. Das ist schlecht. Ah, ja, gut. Dann habe ich nicht so viel Verteidigung, aber mehr Angriff. Wir gucken mal, was passiert. Ja, das war jetzt zu erwarten. Ja, moin! Wie unerwartet, eine Falle. Aber da war ja bei Angelstädt mehr los. Ja, bei Angelstädt haben die mehr geboten als hier. Crazy. Ein einzelner Bossbock, der nichts kann. Weil einer alleine auch, Mann. Einer alleine juckt ja nicht. Guck mal hier, Truhe. Zwischendurch mal eine Truhe aufmachen. Ja, das ist wieder die eh nicht so krass ist, ne? Angriffskraft plus 7. Naja, was heißt eh nicht so krass? Die ist auch noch nicht gedingst, ne? Ja, ja, doch. Dann lassen wir sie mal. Nehmen wir sie mal mit. Mann! Ich weiß aber nicht, wo man bei dem... Ja, okay. Mein Kollege trifft ihn. Ich nicht. Wo man bei dem ins Gesicht schießen kann. Für den Headshot. Da! Jetzt hier, let's go! So. Tschüssikowski. Okay. Und was sagt Zelda jetzt? So, oh, sorry, wir wurden überrascht. Du musst woanders hinkommen. Ich schicke dich jetzt einfach durchs ganze Schloss die ganze Zeit. Ist das jetzt sowas? Werde ich jetzt immer woanders hingeschickt? Oder dürfen wir jetzt einfach davon ausgehen, dass das halt nicht das war, was wir wollten? Ach, Leute, jetzt ist sie hier. Okay. Da waren wir ja gerade schon so ein bisschen. Dann gehen wir da halt wieder hin. No. Also wahrscheinlich wird man jetzt wirklich so durchs halbe Schloss geschickt immer wieder. Naja, warum nicht, ne? Hallo! Jetzt bin ich wieder ganz unten. Hier wollte ich nicht hin. God dang it.
So. Ja, hier ist was, ne? U3. Da waren wir doch vorhin. Wir waren doch vorhin U3. Diese Bibliothek war doch U3, oder? Jetzt sind wir U2 und da unten, als ich da rein bin, war ich doch U3. Ja, und hier ist sie jetzt wieder. Hier ist er eingezeichnet. Okay. Kann mal jemand den Kollegen da... Ach, ich habe wieder keinen Bogen vor kurz. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich sehe das schon kommen. Beim nächsten Treffpunkt mit ihr taucht dann Leune auf. Scheiße. Oder so ein Griok-Viech. Das wär noch schlimmer. Mann. Sehr gut. Weil damit könnte ich erst recht nicht umgehen mit so einem Griok. Hallo. Mach dich mal weg hier, Kollege. So. Haben wir irgendwas zum Fotografieren hier jetzt noch? Nee, ne? Hinox haben wir auch schon alles fotografiert, okay. Grilledelgeflügel. Gut, aber das ist jetzt eine gute Möglichkeit. Ja, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, um mal die Provianttasche zu leeren und einfach den Müll rauszuessen. So wie hier Rösteichel. Na, und hier Röstglutling. Und hier Rösthimmelspilz. Da kann alles weg. Und Röstleuchtpilz. Und Röstfröstling. Da kann alles weg hier. Nimmt alles nur Platz weg. Rösthöhlenfisch, Wiedersehen. Röstpalmfrucht, tschüss. Deswegen ist nämlich die Tasche so voll, weil wir den ganzen Röstkram da drin haben. Und das ist alles ein Platz. Und stackt sich halt. Also das würde sich stacken, wenn ich mehr davon hätte. Aber habe ich halt nicht gehabt. So. Jetzt können wir das ganze Essen hier einsammeln. Sehr schön. Okay, Master Schwert ist auch wieder am Start. Wunderbar. So, wo soll Zelda jetzt sein? Hier oben, okay. Oh, da war in Calamity war hier eine Leune. Das ist der Thronsaal, ne? Ah, das ist gar nichts. Okay. Da kannst du jetzt eigentlich nichts Krasses beschwören da hinten. Hä? Nein. Ich brauch den Blitz-Dings. Ich brauch Dings hier. Nein. Ja. Tschüss. Ach, das sind mehr. Ja, hätte mir das meiner gesagt. Kann ich Blitz schon wieder lösen? Ja. Wie sagt's die anderen nicht? Oh, was ist denn das? Scam. So. Easy going. Jetzt gehen wir mal trotzdem den Weg hier hoch, weil jetzt ist sie da hinten. Ach Gott, ach Gott. Okay. Schnitzeljagd mit Zelda einfach. Einfach Schnitzeljagd mit Zelda. Immerhin sind hier keine, muss ich gerade anmerken, weil die haben im Original besonders genervt. Immerhin sind hier keine doofen Dings. Weißt du schon. Scheiße.
Oh mein Gott, wie viele sind das? Oh shit, das sind mehr als ich dachte. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Ja. Scheiße. Ja, das war nicht so gut. Da war ein bisschen viel auf einmal. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Es gibt dafür ganz gute Monster-Dings, ne? Wenn wir da jetzt reingehen. Nur diesmal gleich richtig. Gut. So. Das sollte doch jetzt reichen für genug. Noch schön einzeln pullen. Dann haben wir hier keinen Stress. Mann, dass ich die immer nie treffe. Okay. Ach Mann, ich will die doch nur hitten. Ja. Yes. Nein. Ja, der ist schon wieder zu nah. Sehr gut. So muss es. Nice. Nicht so nice. 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 Okay, jetzt reicht's. Sehr cool. Der Horrorblindengang ist damit auch gesäubert. Schön viel Monstermaterialien. Wunderbar. So muss das. Okay. Aber dann würde ich sagen, an der Stelle, bevor wir den Part viel zu lang werden lassen, schließen wir ab. Wir wissen jetzt grob, wie die Sache hier läuft. Wir jagen Zelda durch Schloss Hyrule. Danke fürs Zuschauen und tschüss.